herzlich willkommen hier auf meinem Kanal bei Soulfood bei Silke. Heute möchte ich nach all der leckeren Weihnachtsbäckerei, die wir jetzt miteinander gemacht haben, heute mal wieder was Deftiges kochen. Und zwar habe ich mir Rouladen vorgenommen. Dazu habe ich 4 Rinderrouladen bei meinem Metzger besorgt und werde euch jetzt mal zeigen, wie wir die füllen. Für meine Rouladen nehmen wir, wie gesagt, Rinderrouladen. Ich werde die jetzt salzen, pfeffern, mit Paprika würzen und mit Senf bestreichen. So fangen wir jetzt mal an. Von beiden Seiten. Mit Senf bestreiche ich die Rouladen jetzt nur von der inneren Seite. So, das ist auch schon so ausreichend. Ich würde sagen, so werden alle klassischen Rouladen anfänglich gefüllt. Jetzt kann man die mit Speck dann auslegen. Ich nehme hier Schwarzwälder Schinken oder einfach rohen Schinken. Ist dann schon auch etwas salziger im Geschmack von Haus auf. Braucht man dann also nicht so viel salzen. So. In meine Rouladen, und das ist vielleicht jetzt die spezielle Variante, das habe ich mal so wo eine Einladung bekommen und fand das sehr lecker. Die werden jetzt hier mit Käse ausgelegt. Und dann kommen bei mir noch Karottenstreifen mit rein. Und das machen wir jetzt mal für alle 4. Was jetzt natürlich auch nicht fehlen darf, das sind die Kürbisgurken. Die geben wir jetzt also hier auch mit rein. Sieht doch schon kunterbunt aus. Da haben wir noch einen kleinen Rest. Den nehmen wir auch dazu. So, und jetzt geht es ans Wickeln. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich schmale Rouladen habe, gibt es diese Rouladenklammer. Es gibt diesen Rouladenring zum Einhängen. Oder es gibt eine Nadel in dem Sinn. Ich fahre aber immer am besten, wenn die Rouladen ziemlich dick werden, mit den Zahnstochern und finde auch immer ziemlich blöd, wenn man dann an der heißen Roulade die Klammer, die dann meistens einbrät oder halt eben diesen Ring abmachen muss. Deswegen, da muss jeder sein Ding selber finden. Ich fahre am besten mit Zahnstochern.
Jetzt geht es also ans Wickeln der Roulade. Und zwar ganz einfach aufrollen. So, und dann nehme ich jetzt hier das Ende. Steck es einmal durch in die Roulade rein und nochmal raus, damit es fixiert ist. Und hier schaue ich, die sind jetzt sehr schmal dieses Mal, dass ich genauso reinsteche, rauf und runter fädel, dass die gut verschlossen sind. So, genau. Und mir dann nicht alles beim Anbraten rausbrät. Die sind ziemlich schmal, da ist das echt schwierig. Unsere vier Rouladen sind jetzt fertig gerollt und ich brate die jetzt in heißem Öl mit dem Schnellkochtopf an und lasse die dann noch so gute 25 Minuten im Schnellkochtopf kochen. Das Fett ist jetzt schon heiß geworden. Ich lege die Rouladen auf die Unterseite. Und brate die jetzt scharf an und gieße dann mit Rotwein und mit Brühe auf. Am besten macht ihr das mit zwei Hebern, damit ihr euch auch die Rouladen dann nicht zerstört. Wie ihr sehen könnt, haben die Rouladen gut Farbe genommen. Ich gieße jetzt mit etwas Rotwein an, dass sich der Braten scharf löst. Und fülle mit Rinderbrühe auf, so dass die Rouladen fast bedeckt sind. Im Schnellkochtopf lassen wir die Rouladen jetzt für 20 bis 25 Minuten kochen. Unsere Rouladen sind jetzt für 25 Minuten gut gekocht im Schnellkochtopf. Ich lasse jetzt einfach die Soße aufkochen, binde mit etwas Mehl die Soße ab und gebe dann noch Sahne dazu. Einmal abschmecken, aber durch den rohen Schinken sollte die würzig genug sein, auch durch den Käse. Und dann können wir auch anrichten. Das ist unsere fertige Rinderroulade mit Kloß. Ich wünsche euch einen guten Appetit.